Aus dem Erzgebirgsalmanach. Verregnet war der Internationale Museumstag 2014, der am 18. Mai stattfand. Im Frohnauer Hammer konnte man nochmals das Hammerwerk mit seiner alten Welle in Augenschein nehmen. Denn schon da stand fest, dass die Antriebswelle des geschichtsträchtigen Hammerwerkes aus dem 17. Jahrhundert erneuert wird. Am 3. November 2014 war es dann soweit. Mit Hilfe eines Krans wurde die alte Welle durch das im Voraus angefertigte Mauerloch gehoben und auf dem gegenüberliegenden Parkplatz abgestellt. Kurz darauf folgte das Wasserrad. Die neue, 9,25 Meter lange und 80 cm dicke Welle wurde aus einem 270-jährigen Eichenstamm gefertigt. Zentimetergenaues Arbeiten war beim Einpassen durch das Mauerloch in die für die Hammerwelle vorgesehenen Haltevorrichtungen erforderlich.